verehrte Damen und Herren, Würfel sind gefallen. Zürcherinnen und Zürcher haben gewählt, haben auch die Regierung gewählt. Der abtretende Regierungsrat Thomas Heiniger stellt gerade nach Bekanntgabe vom Resultat die neue Regierung vor. Und das sind die beiden neuen Gesichter, Nathalie Rickli und Martin Neukomm. Zusammen mit der wiedergewählten Jacqueline Fehr bildet sie aus verschiedenen Gründen historische Winterthurer Vertretung. Es ist sicher einmalig, dass es drei aufs Mal aus Winterthur im Regierungsrat hat, die auch in der Stadt wohnen. Sicher ist auch die Zusammensetzung speziell. Zwei Frauen, ein Mann, zwei Frauen, die die ersten Frauen aus Winterthur sind. Also Jacqueline Fehr 2015 war eigentlich die erste gewesen, und jetzt gerade zwei. Und der Martin Neukomm als Grüne dazu ist eigentlich auch speziell. Das ist die erste Grüne, die erste aus der SVP. Also insofern ist es sicher eine einmalige Zusammensetzung. Doch wie ist es so gekommen? 24. März 2019 im Kanton Zürich wird gewählt. Zuerst war für viele klar, wie die Regierungsratswahlen rauskommen und dass die bisherigen Parteien ihre Sitze heben können. Umfragen kurz vor den Wahlen haben dann aber gezeigt, der FDP-Sitz ist am Wackeln und die Grünen könnten dann erobern. Und so ist es dann gekommen, der Martin Neukomm von den Grünen schafft es sogar auf den 6. Platz hinter den 5 bisherigen. Der 32-Jährige kommt in die Regierung und auch Nathalie Rickli schafft die Wahl. Zusammen mit der Jacqueline Fehr, die souverän bestätigt wird. Für die Medien ist klar, die Wahl von Martin Neukomm ist eine Sensation. Seit 170 Jahren hat es nicht mehr so einen jungen Regierungsrat gegeben. Dazu kommt, die Grünen nehmen der FDP einen Sitz weg. Am Tag der Wahl war die Überraschung auch bei Martin Neukomm riesig. Herr Neukomm, heute Morgen, als Sie aufgestanden sind, wie gross haben Sie die Chance eingeschätzt, dass Sie heute gewählt werden? Ja, also wahrscheinlich nicht gerade 90%, sondern eher 20%, ich weiss es nicht. Natürlich habe ich gehofft, dass es mir würde langen, aber dann, man will sich ja dann auch nicht irgendwo in etwas reinsteigern. Und darum habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich jetzt wirklich mal möglichst ergebnisoffen und darum bin ich trotzdem extrem überrascht, dass es mir jetzt gelangt hat. In der Presse ist auch am Tag nach der Wahl schon an vielen Orten von der Sensation zu lesen. In den ersten Tagen geht es weiter mit Medientermin und Schlagzeilen rund um die neue Regierung. Es vergehen ein paar Wochen. Wir treffen den Martin Neukomm bei der Arbeit. Der 32-Jährige ist zurück im Alltag und es hat sich alles ein bisschen gesetzt. Im Büro fasst er seine Emotionen vom Wahltag zusammen. Ich habe mich enorm gefreut, aber ganz ehrlich, an diesem Sonntag habe ich es wie noch nicht so ganz richtig realisiert. Es hat noch etwas Surreales gehabt. Aber ich habe mich enorm gefreut. Ich freue mich auch jetzt noch, wenn es dann richtig losgeht. Losgegangen ist sein politisches Engagement schon in der Jugendzeit. Dass er überhaupt angefangen hat, sich für Politik interessieren und einsetzen, hat vor allem einen Grund. Für mich war schon sehr früh der Klimawandel ein wichtiges Thema, das mich bewegt hat. Und ich wollte dort etwas beitragen, darum bin ich in Politik. Aber nicht nur politisch ist er in diese Richtung gegangen. Auch beruflich hat er sich immer mit dem Thema auseinandergesetzt. Nach dem Studium hat er zu einem Unternehmen gewechselt, das Messgeräte für die Forschung im Bereich Solarzellen macht. Wie das Klima seine Motivation war für die Politik, sei auch schnell klar gewesen, in welche Partei er gehöre. Ich bin vor, weiß auch nicht, vielleicht 15 Jahren oder so den Jungen Grünen beigetreten und mich dort engagiert, aber auf zahlreiche Art und Weise. Und ich bin dann plötzlich, ein paar Jahre später, bin ich dann Präsident geworden von der Jungen Grünen Schweiz und mich dort mit einem Haufen verschiedenen Themen beschäftigt. Der Jungen Grünen Schweiz ist von 2008 bis 2012 vorgestanden. Im Frühling 2011 hat Martin Neukomm dann für den Kantonsrat kandidiert. In einem Parlament war er vorher noch nie. Der Grund für diese Kandidatur war. Im Grundsatz ist es bei mir auch immer verknüpft einfach mit dem Interesse von der Sache an und für sich. Also ich interessiere mich für sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Und jetzt natürlich dann der Schritt, um in ein Parlament zu gehen, um mal zu sehen, wie ein Parlament funktioniert und sich dort einbringen, ist auch schon für das einfach für mich persönlich schon interessant gewesen. Darum habe ich mich dort auch entschieden, um damals für den Kantonsrat zu kandidieren. Die Wahl hat er dann aber wegen 105 Stimmen verpasst. 3 Jahre später, im 2014, ist er wegen dem Rücktritt von seinem Parteikollegen Martin Geilinger dann aber in den Kantonsrat nachgerutscht und ein Jahr später bei den Gesamterneuerungswahlen wiedergewählt worden. Nach knapp 4,5 Jahren im Zürcher Parlament hat er sich dann für die Regierungsratskandidatur entschieden. Die bisherige Regierung hatte keine grüne Stimme, also niemand hatte, der wirklich Fachwissen hatte in diesem Bereich. Und darum war die Regierung auch relativ langsam oder bis gar nicht unterwegs im Bereich Klimaschutz. Und das hat mich eigentlich schon als Kantonsrat schon die ganze Zeit das kritisiert und darum gefunden, ich will jetzt quasi in den Wahlkampf gehen und sagen, ich will jetzt die grüne Stimme sein. Auf die Frage, ob er jetzt einfach gerade Glück gehabt hat und hat können von den Klimastreiks und Diskussionen profitieren und so einfach auf dieser Welle mitreiten, sagt er, ja, ich glaube, Glück ist in der Politik nie schlecht. Die Politik geht es manchmal darum, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das bin ich vermutlich gewesen. Jetzt ist er also gewählt und tritt am 6. Mai 2019 sein neues Amt an. Mit der Wahl kommt sehr viel Neues. Das Amt ist sehr zeitaufwendig.
Darum ändert sich bald auch sein Leben. Martin Neukomm hat vor dem Amtsantritt noch einen Haufen zu tun. Im politischen Bereich habe ich mich mit sehr vielen Leuten getroffen, um zu diskutieren und quasi auch so ein bisschen vorbereiten. Und im geschäftlichen Bereich musste ich jetzt auch einen Haufen müssen organisieren und privat versuche ich noch meine Doktorarbeit noch genug weit zu bringen, weil ich bin eigentlich fast fertig und es wäre noch schön, wenn ich das noch abschliessen könnte. Ich bin jetzt noch am Schauen, ob das noch alles einfädeln kann. Also es gibt noch einen Haufen zu tun. Er sagt, das stehe ihm sicher eine spannende, aber auch eine strenge Zeit bevor. Wichtig ist, dass er dann auch Zeit für sich findet. Ich denke, Ausgleich ist enorm wichtig, eben, dass man nicht zu fest im Kopf innen ist und dass man sich auch mal ein bisschen entspannen kann. Für mich ist Ausgleich einerseits sich mit Leuten treffen und sich unterhalten und andererseits ist eben einfach für mich ein bisschen Bewegung in die Natur gehen, mal ein bisschen spazieren oder eben gehen Mountainbiken, um sich ein bisschen entspannen. Das Mountainbike, das ist so sein grosses Hobby, das er schon seit sehr langem macht. Mit der Zeit hat sich da aber etwas geändert. Also ich fahre schon auf den vorgegangenen Weg, aber früher bin ich natürlich ein bisschen mehr auch einfach zum Sachen ausprobieren und so. Und jetzt bin ich ein bisschen zurückhaltender geworden, weil gerade jetzt mit meinem Job, den ich jetzt habe, kann man sich natürlich nicht mehr gut leisten, um sich irgendwo ein Bein brechen oder so. Darum muss man ein bisschen vorsichtiger fahren. Das Mountainbiken sei bei ihm sowieso eher etwas für die warmen Jahreszeiten. Für den Ausgleich über das ganze Jahr sind dann auch seine Liebsten da. Meine Familie ist mir wichtig. Ich habe auch immer einen guten Austausch. Und wir gehen etwa mal zusammen essen, also vor allem wenn irgendjemand Geburtstag hat oder es sonst irgendetwas zu feiern gibt. Das, das machen wir gerne und das treibt mich natürlich auch ein bisschen. Meine Familie, die meisten sind auch politisch interessiert. Da kommt die Frage auf, ob er das politische Interesse vererbt bekommen hat. Das ist gut möglich. Also, das familiäre Umfeld war immer politisch interessiert, aber nie politisch aktiv. Also, ich bin der Einzige aus der Familie, der dann gefunden hat, ich will jetzt quasi auch in die Politik gehen. Aber das Interesse kommt vielleicht schon auch aus dem Fall im familiären Ding, weil wir uns auch immer politische Sachen diskutiert haben am Mittagstisch. Unter dem Mittagstisch war Martin Neukomm amigs nicht der Jüngste. Im neuen Regierungsrat aber schon. Seit Alfred Escher im 1848, er war hier 28 Jahre alt, hat es nie mehr so einen jungen Regierungsrat gegeben. Der Winterthurer ist 32 und glaubt nicht, dass er zu jung für das neue Amt sei, das er morgen antritt. Erste Ziel, die hat er schon gesteckt. Ich will auf jeden Fall im Bereich Klimaschutz etwas erreichen und da, was als nächstes ansteht, ist Gebäudesanierung im Gebäudebereich, die sogenannten Mucken. Dort will ich versuchen, das zu beeinflussen und sonst ist mir noch wichtig, dass wir im Bereich vom Veloverkehr Führerschein machen können, weil Velofahren ist nach wie vor relativ gefährlich. Also es gibt immer wieder Leute, die verunfallen leider und das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie man die Velowege baut und so weiter. Also dort ist mir wichtig, dass wir in Zukunft dafür sorgen, dass man sicherere Velowege baut, dass weniger Leute verunfallen. Es sind also Ziele, die mit dem Thema, das ihn überhaupt in die Politik gebracht hat, zu tun haben. Das Klima. Und das war bei den kantonalen Wahlen im März tonangebend. In den Wahlen vom neuen Parlament, aber auch von der Regierung. Die Verschiebungen waren gross, besonders schwierig war es auch für die SVP. Eine der grössten Zeitungen in der Schweiz titelt am Tag nach der Wahl, nur Nathalie Rickli hat die grünen Wellen überstanden. Die SVP verliert, bleibt aber die grösste Partei im Kanton und Nathalie Rickli schafft den Sprung vom Nationalrat in die Zürcher Regierung. Am Tag der Wahl hat sie darum gemischte Gefühle. Ich freue mich über meine Wahl im Zürcher Regierungsrat und auf die kommenden Tätigkeiten. Natürlich ein Wermutstropfen, dass meine Partei etwas verloren hat, mit dem aber leider müssen rechnen. Aber es ist auch nicht einfach für eine Partei, wenn die Medien Tag in Tag aus berichten, dass wir am Verlieren sind und dass wir weniger Stimmen werden machen. Und darum gehe ich nachher zu der SVP. Muss auch dort sein, wenn es nicht so gut läuft. Aber ich freue mich über meine Wahl. Kurz vor ihrem Amtsantritt schaut Nathalie Rickli zurück auf den 24. März und sagt, mittlerweile hat sich alles etwas gesetzt. Der Wahltag war tatsächlich speziell, weil meine Partei verloren hat. In dem sie nichts zu feiern hatte. Selber habe ich mich gefreut über mein Resultat. Aber es war nicht wie ein Freudentag. Und jetzt kann ich das wie trennen. Es ist wie, die Ausgangslage ist klar. Ich freue mich sehr auf das neue Amt. Und bin mir aber auch der Herausforderung und bewusst und begegne dem Amt mit Respekt. Und werde mit den neuen Kantonsräten zusammenarbeiten. Auch in den Kommissionen wird das ganz neu zusammengesetzt. Und ja, jetzt freue ich mich vor allem. Auf ihr neues Amt und einen weiteren Meilenstein ihrer politischen Karriere. Und die ist steil. Nathalie Rickli hat eine grosse Bekanntheit und gehört zu den Aushängeschildern der grössten Schweizer Partei. Angefangen mit dem Politisieren hat alles da. Wir hatten einen linken Lehrer, der uns im KV eigentlich den EW-Beitritt schmackhaft machen wollte.
Und mich hat das schon immer ein bisschen interessiert, wenn jemand etwas Meinung vertreten hat, habe ich das immer kritisch hinterfragt. Das machen ja alle Jugendlichen, manchmal auf die oder manchmal auf die andere Seite. Und somit kann man eigentlich sagen, dass der linke Kavalier sicher auch einen Anteil hat, dass mein Interesse an der Politik geweckt worden ist. Später ist sie dann der jungen SVP Winterthur beigetreten. Mit der Zeit sei es dann schnell aufwärts gegangen. Offenbar hatte ich gewisse Talente und mich aber auch einbringen und ich war jemand, der anpacken konnte. Darum bin ich sehr schnell in den Vorstand gekommen, Präsidentin wurde von der jungen SVP. Und dass ich dann kandidierte für den Gemeinderat, hat sich wieso ergeben. Nach erfolgreicher Wahl war sie rund 5 Jahre im Gemeinderat gewesen. Im Frühling 2007 hat sie für den Kantonsrat kandidiert und ist gewählt worden. Allerdings war sie nur ein halbes Jahr im kantonalen Parlament gewesen, weil sie im Herbst daraufhin in den Nationalrat gewählt worden ist. Es war sicher ein spezielles Gefühl, auch als man das erste Mal im Bundeshaus war. Und auch eine grosse Ehre, eine Verantwortung, auch, dass man jemand ist von 200 oder von 246, wenn man die ganze Bundesversammlung nimmt. Aber es war nicht eine totale Überraschung für mich, weil ich eben schon lange politisiert habe, im Gemeinderat und im Kantonsrat. Ich in dem Sinne nicht ein Neuling war. Die Zeit sei dann schnell vergangen. Schon fast 12 Jahre ist sie im Nationalrat. Sie konnte sich durchaus vorstellen, nochmal eine Legislatur weiterzumachen. Das Amt als Regierungsrätin hat sie aber mehr gereizt. Ich habe Lust bekommen, auf mehr Verantwortung zu übernehmen, auch zu entscheiden. Auch konkret dort, wo sich Probleme stellen, eine Lösung zu erarbeiten in der betreffenden Direktion. Das wird sich jetzt dann erst zeigen worden. Und das kann man einfach viel besser in der Exekutive. Und dort ist sie jetzt angekommen. Ihren steilen Weg nach oben hat aber auch etwas gekostet. Nathalie Rickli wird immer wieder Ziel von Angriffen, zum Beispiel im Internet, aber auch in der realen Welt. Wie da im 2010, wo Unbekannte den Hauseingang von ihr verschmiert haben. Es gibt unterschiedliche Bedrohungen oder Belästigungen. Dort, wo man weiss, dass nichts passiert und wo man gar zurückweisen kann. Aber eben, wenn es dann vor der Haustür ist und die Leute, man weiss, dass die wissen, wo man wohnt, dann fühlt man sich natürlich unwohl. Das Gleiche ist, wenn man wirklich so Mord- oder Vergewaltigungsdrohungen bekommt, gerade als Frau. Man muss aufpassen, wenn man aus dem Haus rauskommt. Das sind Sachen, die einem ein bisschen näher gehen. Aber ich wusste, dass ich mich, oder wie ich mich ein bisschen besser schützen kann. Aber es trifft einem immer, wenn so etwas reinkommt. Solche Angriffe, egal gegen welche politische Gesinnung, verurteilt die 42-Jährige scharf. Im Internet sind halt die Leute besonders feig, weil sie nicht anstehen müssen. Das ist noch etwas anderes. Aber ich habe Schutzmassnahmen getroffen und ich weiss, mich zu wehren. Aber leider gibt es wahrscheinlich immer so Leute. Und darum ist es so wichtig, dass man da überparteilich ansteht und das verurteilt. Weil man kann hart sein in der Sache, aber anständig im Umgang. Aber auch sonst war nicht immer alles ganz einfach. Nathalie Rickli hat nach der Lehre bei verschiedenen Medienbetrieben gearbeitet. Parallel dazu mit viel Einsatz politisiert. 2012 hat sie dann ein Burnout erlitten. Ich habe immer wieder bereitwillig Auskunft gegeben, wenn Leute sich an mich gewendet haben. Aber trotzdem habe ich gestaunt, dass das immer mir teilweise fast zum Vorwurf gemacht worden ist im Wahlkampf und andere Regierungsratskandidaten nicht gefragt worden sind. Sind sie gesund? Was haben sie für Krankheiten? Sind sie belastbar? Und da muss ich sagen, ist auch eine Motivation von mir, mich einzusetzen für Menschen mit Burnout oder bei mir war es dann eine Depression, also Menschen, die auch psychische Erkrankungen haben. Sie sehen sich als mögliches Beispiel, dass es wieder gut werden kann. Jetzt sehe ich sie nämlich wieder gesund und spüre nichts mehr davon. Das neue Amt wird zeitintensiv und streng, darum braucht es unbedingt einen guten Ausgleich. Das ist auch ein Learning dazu mal vom Burnout. Das heisst, man muss Auszeiten haben, auch vom Handy. Und ich glaube wirklich, dass sportliche Betätigung etwas Wichtiges ist. Ich habe viel Hobby, Wandern, Skifahren, Tauchen, Yoga. Aber es ist klar, dass man nicht alle zur gleichen Zeit und nicht gleich viel machen kann. Aber die Natur gibt mir schon sehr viel. Das heisst, im Winter Skifahren, im Sommer Wandern. Unsere Berge sind einfach super Naherholungsgebiete. Und im Alltag versuche ich eben, Yoga zu machen oder mal in die Tauchferien zu gehen. Neben dem Burnout ist im Wahlkampf von den Gegnern auch etwas anderes kritisiert worden. Und zwar die kurze politische Erfahrung auf kantonaler Ebene. Zu diesem Vorwurf sagt Nathalie Rickli. Da hat man zu Recht sagen, dass ich von der kantonalen Politik wahrscheinlich am weitesten weg bin. Aber ich habe vielleicht andere Qualitäten. Das ist nämlich die grosse politische Erfahrung auf allen drei Ebenen während 17 Jahren. Und dass ich mich gut in Dossier einlesen kann, das ist natürlich eine Stärke von mir. Und das wird jetzt im Kanton auch so kommen. Das muss sie jetzt aber zuerst beweisen. Ab morgen gilt es ernst. Als Regierungsrätin wird sie sich vor allem für einen erfolgreichen und sicheren Kanton einsetzen. Mit dem Kanton Zürich, wo die Menschen gerne leben, wo sie sich wohlfühlen. Das heisst, man muss schauen, was sind die Anliegen der Menschen.
Aber gleichzeitig muss man sich auch um die Unternehmen kümmern. Weil wenn wir Unternehmen hier haben, die gute Rahmenbedingungen haben, dass sie florieren und dass sie Arbeitsplätze schaffen können, ist das wichtig. Dass die Menschen, die hier wohnen, auch eine Arbeitsstelle haben. Und das gibt eben auch letztlich soziale Sicherheit. Ein paar Tage nach der Amtsübernahme reist Nathalie Rickli dann nochmal auf Bern. Es steht die offizielle Verabschiedung aus dem Nationalrat an. Dann ist der Wechsel aus der grossen Kammer in die Kantonsregierung definitiv. Und genau diesen Wechsel hat Jacqueline Fehr gemacht, und zwar vor 4 Jahren. Angefangen mit der dreifachen Winterthurer Vertretung hat eigentlich alles da. Jacqueline Fehr wird im Zürcher Regierungsrat gewählt. Gerade nach der Wahl werden der SP-Politikerin die Blumen übergeben. Heute, 4 Jahre später, erinnert sie sich an diesen Tag. Es ist ein Vertrauensbeweis und es ist gleichzeitig auch immer eine grosse Motivation, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, mich in diesem neuen Amt auch zu bewähren und auch die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mich hier sehr, sehr gefreut. Angefangen mit der Politik hat alles ziemlich früh. Verschiedene Ereignisse haben Jacqueline Fehr hier bewegt. Die Schwarzenbach-Initiative, wo meine italienischen Freundinnen Angst hatten, sie werden ausgeschafft. Es hat eine Panzerhalle gegeben, Elk, wo man sich dagegen gewehrt hat. Es hat aber auch ökologische Bewegungen schon gegeben. Und dann so in den Ende 80er, Anfang 90er Jahre die erste Frauenbewegung, die mich dann definitiv in die Politik gebracht hat. Beim normalen Parteimitglied ist es bei der Jacqueline Fehr auf jeden Fall nicht geblieben. Neben der Ausbildung und später der Tätigkeit als Lehrerin hat sie die ersten Erfahrungen im Amt zu Winterthur gesammelt. Die erste Kandidatur war zu Winterthur im Gemeinderat auf der Frauenliste 1990, wo es keine Frau mehr im Gemeinderat hat von der SP, und haben wir eine Frauenliste gemacht. Dort bin ich dann drauf gewählt worden, ein Jahr später dann in den Kantonsrat gewählt worden. Und dann waren die Weichen gestellt für weitere politische Tätigkeiten, wie sie schnell gemerkt hat, dass ihr diese Arbeit gefällt. Im kantonalen Parlament war sie rund 7 Jahre. 1995 hat die Winterthurerin für den Nationalrat kandidiert. Sie ist zwar nicht gewählt worden, hat aber im 1998 können ins nationale Parlament nachrücken. Von 2008 bis 2015 war sie Vizepräsidentin der SP Schweiz. Nach fast 20 Jahren im Nationalrat hat die Zürcherin sich dann für einen Wechsel entschieden. Sie hat viele Projekte angestoßen, aber ganz umsetzen kann man es dann nicht. Und das Umsetzen, das wirklich Gestalten, aber auch im Team arbeiten, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen arbeiten, das hat mich sehr gereizt und darum habe ich dann den Wechsel angestrebt. Erfolgreich. Jacqueline Fehr ist im 2015 auf Anhieb gewählt worden. Auf dem 7. Platz hat sie gerade noch als Letzte gelangt. Die 55-Jährige hat die Direktion für Justiz und Inneres übernommen. Da konnte sie schon einiges anreissen, wie Reformen einführen und Weiterentwicklungen anstoßen, Untersuchungshaft, der ganze Strafvollzug, aber auch in der Kulturförderung, in der Integration oder in der Gleichstellung. Das Verhältnis zu den Gemeinden haben wir mit Gemeinden 2030 auch neu gestaltet. Das waren verschiedene Projekte und die Palette ist halt breit und darum muss man wirklich jeden Tag mit vollem Elan an die Arbeit. Um diese Arbeit weitermachen und Projekte weiterbringen, war für sie schnell klar, dass sie wieder antritt. Und sie ist deutlich bestätigt worden. Mit fast 150'000 Stimmen ist sie auf dem 2. Platz gelandet. Auch das Mal war es eine grosse Freude, weil Wahlen sind alles andere als sicher. Und als ich dann realisiert habe, dass ich nicht einfach nur gewählt, sondern mit einem sehr guten Resultat gewählt worden bin, bin ich schon recht baff gewesen. Es hat dann ein paar Tage gebraucht, bis das so richtig in mein Bewusstsein reingetröpfelt ist, aber es hat sich also gut angefühlt. Jetzt ist sie also auf dem Weg in die neue Legislatur, wo sie weitere 4 Jahre als Regierungsrätin der Kanton Zürich mitgestalten kann. Neu zusammen mit ihren 2 Kollegen aus der gleichen Region. Und für die beiden ist Winterthur sehr wichtig. Winterthur ist sehr eine lebenswerte Stadt. Winterthur hat sehr viel Wald und Natur und auch Kultur zu bieten. Es ist sehr nahe auf Zürich, es ist sehr nahe zum Flughafen. Und ich sage immer, es ist eigentlich die einzige Großstadt, wo man sich noch grüezi sagt. Ich bin in Winterthur aufgewachsen. Ich habe quasi da meine ganze Schulzeit verbracht. Und ich habe jetzt eben bis auf eine kurze Ausnahme immer daran gelebt. Und Winterthur ist für mich einfach so ein bisschen, ja, es ist meine Heimatstadt. Das hört er gern. Der Stadtpräsident Michael Künzle freut sich riesig über die dreifache Vertretung. Da der öffentliche Feier 2 Wochen nach der Wahl in Ehre der neuen Regierungsmitglieder, sagt er, dass es gerade 3 sind, sei eine grosse Überraschung gewesen. Wir haben in den ganzen Vorbereitungen zu dieser Wahlfeier sind wir davon ausgegangen, mindestens 1 Regierungsrätin, maximal 2.
Dass es drei sind am Schluss, das hätten wir nicht erwartet. Umso grösser die Überraschung. Und wir freuen uns, wir sind sehr stolz darauf und gratulieren auch diesen drei aus Winterthur, die hier in Zürcher Regierung gekommen sind. 42% Anteil machen die drei Winterthurer im Regierungsrat aus. Und das sehe ich auch mal gut. Ich denke, wir gehören zu dem Kanton Zürich. Wir leisten uns einen grossen Beitrag, dass es dem ganzen Kanton Zürich gut geht. Und wir stehen für eine Kulturstadt, Bildungsstadt, Gartenstadt. Wir haben ganz viele Vorzüge. Und jetzt haben wir einfach drei in der Zürcher Regierung, die all die Qualitäten und die guten Voraussetzungen eben kennen. Und von dem erhofft sich die Stadt Winterthur und ihr Präsident auch etwas. Primär sind Regierungsrätinnen und Regierungsräte für den ganzen Kanton Zürich da. Sie haben die Aufgabe, wirtschaftliche Themen aufzugreifen, den Kanton weiterzubringen, für eine höhere Lebensqualität im ganzen Kanton zu sorgen. Aber manchmal haben sie eben auch noch das parteipolitische Gewissen und das geografische Gewissen. Und da erhoffen wir uns natürlich schon, dass wenn es Winterthur Themen gibt, dass sich dann die drei an ihre Heimatstadt erinnern. Die drei teilen nicht viel. Alle sind in einer anderen Partei und auch im Alter gibt es Unterschiede. Verbinden tut sie aber eben auf jeden Fall die Herkunft. Sie sind zwar aus der Eulachstadt, aber wie auch der Stadtpräsident gesagt hat, in ihrem Amt jetzt für alle Bezirke im Kanton Zürich verantwortlich und müssen das Beste für den ganzen Kanton wählen und nicht nur für eine Region. Trotzdem können Winterthur aber gleich von der starken Vertretung profitieren. Aus dieser Perspektive zeigt sich dann vielleicht das ein oder andere Problem ein bisschen anders, als wenn man eben von einer Seegemeinde auf den Kanton schaut oder von einer sehr ländlichen Gemeinde. Das prägt die Politik ganz eindeutig. Winterthur wird immer so ein bisschen als die kleine Schwester von Zürich angeschaut. Und das gibt natürlich Winterthur wie symbolisch ein bisschen ein grösseres Gewicht. Inhaltlich kann es sein, dass jetzt Problem, das Winterthur hat, sowohl im finanziellen Bereich und so weiter, wie im Regierungsrat ein höheres Gewicht bekommt. Ich glaube, man ist dann vor allem mit seiner Direktion beschäftigt und mit dem Regierungsratsgeschäft im Ganzen, sodass ich glaube, dass jetzt Winterthur nicht speziell wird im Fokus stehen, aber dort, wo es etwas zu entscheiden gibt, was für Winterthur sehr wichtig ist, haben wir natürlich sehr starke Stimme, weil wir nämlich 3 von 7 sind. Wie gross der Einfluss für Winterthur aber wirklich sein könnte, diese Frage beantwortet der langjährige Politexperte Luis Perron. Neben dem, dass die Regierungsräte den ganzen Kanton vertreten, sei vor allem etwas anderes noch wichtiger, und zwar die politische Haltung. Sie werden die Interessen des Kantons vertreten, die es natürlich auch sehr unterschiedlich auslegen. Man darf nicht vergessen, Frau Rickli ist auf dem bürgerlichen Ticket gewählt worden. Frau Feier und Herr Neukomm sind klar links politisierend. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr viele Themen auch anders sehen, gerade auch für Winterthur und was Winterthur braucht. Darum sieht er den politischen Einfluss eher klein. Trotzdem, bei einzelnen Geschäften, konkret zum Beispiel, wenn es um Finanzen geht oder wenn ein Projekt besprochen wird, wo Winterthur besonders davon profitieren kann, dann könnte die starke Vertretung doch entscheidend werden. Natürlich spielt die Herkunft eine gewisse Rolle, gibt eine gewisse Sensibilität, vielleicht auch eine gewisse Offenheit für Themen, für Bedürfnisse. Ich könnte mir vorstellen, eben, wenn es um Ressourcen geht, dass dann zusammenarbeiten. Aber ich würde es da nicht allzu viel erwarten für Winterthur. Es hätte mehr eine symbolische Bedeutung als eine politische. Aber die starke Vertretung sei vielleicht gerade mal gut, weil Winterthur als zweitgrösste Stadt im Kanton ist in der Vergangenheit sehr viel untervertreten gewesen. Das zeigt auch ein Blick zurück. Hier im Stadtarchiv werden alle Informationen und Daten rund um Winterthur gesammelt. Zuhause ist sie im ehemaligen Stadthaus. Die Marlis Betschart bestätigt die Aussage wegen der Untervertretung. In den letzten 100 Jahren zum Beispiel hat sie die Hälfte der Zeit keinen Vertreter aus Winterthur im Regierungsrat gehabt. 100 Jahre ist eine gute Zeitspanne, da sind wir schon fast bei der Eingemeindung. Dort war es eigentlich so, dass zwischen 1939 und 1967 und 1983 und 2005 niemand im Regierungsrat war. Das gibt ganze 50 Jahre, wo es keine Vertretung aus Winterthur hatte. Und in der anderen Phase war es jeweils nur jemand. In 100 Jahren immer nur jemand oder sonst sogar total 50 Jahre gar niemand, da sei die jetzige Zusammensetzung schon sehr speziell. Auch speziell sei, dass es gerade 3 gleichzeitig sind, obwohl etwas Ähnliches hätte es dann doch schon mal gegeben. Also wenn man es ein bisschen weiterfasst, kann man sagen, es hätte schon mal 3 gegeben, nämlich zwischen 1911 und 1914. Die 3 Männer, die damals gleichzeitig im Regierungsrat waren, haben alle mindestens früher in Winterthur gewohnt. Also 2 davon haben zur Zeit der Wahl noch in Winterthur gewohnt. Insofern hat es das schon mal gegeben, aber eben, wie gesagt, gleichzeitiger Wohnort in Winterthur, das ist eigentlich neu. Ich wünsche jedem Einzelnen, aber insbesondere auch der Zürcher Regierung als Ganzes, viel Erfolg. Alles in allem ist die neue Vertretung mit Nathalie Rickli
Martin Neukomm und Jacqueline Fehr also aus verschiedenen Gründen eine historische. Für Winterthur ist die neue Zusammensetzung vor allem symbolisch wichtig. Politisch wird die Stadt aber nur ab und zu können von ihren drei Regierungsvertretern profitieren. Die starke Vertretung bringt der Eulach-Stadt in gewissen Themen aber einen Vorteil. In was genau, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Die Legislatur startet morgen am 6. Mai und geht 4 Jahre.